Was wollen wir? Sie bezeichnen sich als sogenannte Friedensbewegung. Doch so schön das Wiedererwachen der Friedensbewegung auch sein mag, so unschön waren die Begleiterscheinungen. Desinformationskampagne. Mit Wörtern und Begriffen, die die Friedensbewegung kaputt machen sollen. Anti-Amerikanismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Frieden. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheorie, das ist ein Kampfbegriff. In die rechte Ecke drücken mit diesem Bericht. Die haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland lügen. Als Querdenker stehen sie da. Neue Töne von der neuen Friedensbewegung. Sie schießen geniale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen. In einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit blutverschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, lügen, wer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen, mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Journalisten im Dienste der Propaganda. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Diese vermehrt einseitige Berichterstattung. Das mit der Wahrheit egal. Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung. Verhält sich nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner. Und heute sagt mir, wo die Friedensbewegung ist. Wo ist sie geblieben? Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an!